Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ich wollte heute mal die nächsten, ich kassierte das aufgeschriebene Kopfgeld am Brett, sind neue Aufträge verfügbar. Ja, okay. Kopfgeldauftrag nehmen. Es wird zur Vorsicht angehalten. In der schimmernden Mine nahe des Dorfes Plusheim wurde ein Trollrudel gesichtet. Angeführt wird das Rudel von einem weißen Troll. Eine Belohnung von 200 Groschen wird an die wegestreuen Seelen ausgezahlt, die nachweislich für dessen Ableben sorgt. Haben wir aber nicht noch einen? Ich würde den lieber vielleicht doch später machen. Wildmagier Bertolus den Schnitzer zur Strecke bringen. Das würde ich auch mal machen. Vielleicht machen wir den zuerst. Warte. Und den vielleicht doch lieber abschalten. Machen wir lieber Bertolus. Anstatt die Trolle. Hallo. Die Trolle sind doch ein bisschen zu schwer. Aber wir machen Kopfgeldjagden. Erstmal. Weil ich Kopfgeldjagd irgendwie momentan sehr lukrativ finde. Und wir sind doch schon stark genug gegen die Banditen. Würde ich mal behaupten. Und wir kommen so ein bisschen in der Welt rum. Vor allem, ich mag es, wie grün das hier ist. Warte mal. Ach so. Wildmagier Bertolus ist ein Schnitzer zu schnell. Doch ein bisschen weiter weg. Aber okay, da vorne haben wir einen Weg. Hier ist alles tot. Ich wünschte, ich hätte meinen Esel mitgenommen. Herrlich, da steht was. Ja, doch nicht, das ist nur so ein Zaun. Ja, kümmern wir uns um Bertolus, den Schlitzer. Da kommen wir auf jeden Fall auf ein paar Groschen. Da können wir vielleicht uns unser Eigenheim leisten. Schenker an der Groschenstraße. Ah, wir müssen den kompletten Weg hier wieder zurückgehen, ne? Dann würde ich lieber meinen Esel holen. Dann würde ich wirklich lieber echt meinen Esel abholen und zusehen, dass... Hier muss ich abbiegen. Dass wir dann dahin reiten. Obwohl die Frage ist, wollen wir das kleine Haus erstmal oder die kleine Wohnung erstmal kaufen am Marktplatz? Oder sparen auf das große? Also das im Adelsviertel. So, ist mein Esel überhaupt noch da oder ist es gedespawnt? Ist es von hier verschwunden? Mein Esel ist nicht mehr da, wo ich es abgestellt habe. Da ist mein Esel. Okay, nice. Das funktioniert immerhin. Also den ganzen weiten Weg wieder zurück bis nach Arp. Die Quest von Silas können wir eben nicht erfüllen gerade, weil ich... Also können wir schon, nur ich weiß nicht, wo ich suchen muss. Und von der Uhrzeit her bin ich gerade ein bisschen zu doof zum Denken. Und deswegen jetzt erstmal vielleicht doch lieber einfache Quests.
warte mal. Da wurden wir jetzt nicht angegriffen, oder? Flussheimer Imkerei entdeckt. Ah, okay. Hier ist eine ganz normale Imkerei. Okay, aber wenigstens haben wir das jetzt auf der Karte. Und da vorne ist noch eine Mine. Genau, und hier ist von Banditen übernommen worden. Ich finde die Laufanimation vom Esel irgendwie lustig. Das ist die Groschenstraße. Sind hier alle Straßen benannt worden? Also würde mich schon interessieren, wenn hier wirklich jede Straße benannt wurde. Vor allem auch, ich habe vor, noch die anderen beiden, die Vorgänger-Teile zu spielen. Also Nerim und ich glaube davor war Arkwend oder so ähnlich. Ich weiß, also Nerim habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Arkwend habe ich erst vor ein, zwei Tagen von erfahren, dass es das auch noch gibt. Deswegen würde ich erst wahrscheinlich in umgekehrter Reihenfolge mal die Saga hier spielen. Also erst Enderal, dann Nerim und dann Arkwend. Ich weiß, die gab es dann vielleicht irgendwie auf Basis von Daggerfall und oder Arena auch noch irgendwie so eine Erweiterungsmod. So, würde ich dann auch noch spielen, dann ist es halt in umgekehrter Reihenfolge. Vor allem, ich habe auch einfach irgendwie wieder Bock, so Daggerfall zu spielen. Arena auch irgendwie, auch wenn ich die Steuerung nicht so sehr feiere, habe ich trotzdem irgendwie Bock, das wieder zu spielen. Aber mal schauen. Mal schauen, vielleicht zocke ich das irgendwann mit euch zusammen im Stream. Einfach mal auf Twitch. Vor allem auch, ich muss ja schauen, wie ich das jetzt auch noch hinkriege. Ich wollte ja auch mit euch zusammen auf YouTube live hier mit Devil Dynasty zocken. Oder hier auf Twitch ein Live-Let's Play machen von Enshrouded. Da muss ich mir auch überlegen, wie ich das genau mache, wie das jetzt genau läuft, wie ich das dann genau machen werde, muss ich mal schauen. So, 110 Erfahrung, nächste, was habe ich jetzt gemacht, hä? Was ist passiert? Ist hier irgendwas, irgendwas passiert oder? So, einmal gucken. Okay, die Seite. Ich hatte einfach aus dem Nichts 110 Erfahrungspunkte bekommen. Was mich gewundert hat. Aber ich finde, das sieht hier wirklich alles richtig schön aus. So schön grün und so. Und ich frage mich, was es hier noch so für Orte gibt, die man entdecken kann. So, dich parke ich hier. Okay, wo?
verstärkter Leder. Und Schlechter von Ark. Alle Bände des Schlechters von Ark lesen 2 von... Ah! Ich habe hier einen Wolf gehört. Also ein Küstenpirscher. Hey, hungrige Wölfe. Okay. Ich höre einen Bären. Den Bären lassen wir in Ruhe. Jetzt müssen wir aber eben was essen. So ein Krustenbrot. Nadu? Ich glaube, wir müssen schon in die Höhle hier. Ich habe noch eine Felsenzuflucht entdeckt. Okay, da chillt jemand. Entlaufener Gefangener. Tut mir leid dafür, aber... So, ich mach mal Licht an. Er ist nicht genug wert zu verkaufen. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwer? Einen Durchgang? Ich glaube, wir müssen schon hier entlang. Ich höre hier jemanden laufen. Noch eine Spitzhacke. Da. Den haben wir. So, Lederstiefel. Die sehen schick aus. Stahldolch. So. Bleib mal so. Damit die mich nicht sehen und ich wieder regenerieren kann. Ich mag aber die Musik. Kampfmusik ist auch nicht schlecht. Wir müssen von da gleich eigentlich kommen, wenn sie kommen. Da oben! Jo! Alter! So, das nehmen wir mit. Aber einer ist noch da hinten zu erkennen. Einmal kurz so abwarten, damit wir die Gesundheit wieder voll kriegen. Zerstörtes Buch. Gibt es hier sonst noch irgendwas zum Einsammeln? Eine Trommel können wir mitnehmen. Flecken. Fleckenpilz. Nägel können wir auch mitnehmen. So, ab jetzt können wir wieder regenerieren. Ih, der rotzt hier einfach. Warten, bis die Gesundheit wieder voll ist. Oder voll genug. Hier sind mehrere Leute noch. 2, glaube ich. So,
So, das müsste jetzt reichen. Schlampe. Wer, Jo. Jo. Mann. Alter, was? Okay. Lange her, wo wir draufgegangen sind. Vielleicht muss ich damit... Erstmal irgendwie ein bisschen. Die Magier hier dezimieren. Vielleicht sind sie genauso doof wie in Skyrim und wissen nicht wohin. Jo, okay. Los! Aber so ist besser. Dann nehmen wir das alles nochmal mit. Hier, Nebelschwamm. Das hätte ich an der Stelle auch gesagt. Ich glaube, hier könnte jemand noch sein. Nur ich bin zu doof, den jetzt gerade zu sehen. Da höre ich jemanden. Und ich dachte schon, dass... Oh, hier sind zwei. Wird heute gar nichts mehr. Dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Alter. Das ist ein Zauber. Die Wildmagier, die sind schon heftig. So, was haben wir da? Knoblauch nehmen wir mit. Knochenmehl. Lauch. Das heißt, wir können wieder was kochen. Wenn wir Lauch haben. Zerstörtes Buch. So, was hat sie so im Angebot? Kann man alles verkaufen. Gleich, du trägst so viel und kannst dich drin. Schattenhaut. Schleiche ist 12% effektiver. Lederstiefel. Wir können nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. Schade. Zerflattertes Buch. Will ich mal in Ruhe lassen. So. Dann. Für 7 Sekunden aus. Halt euch um 4 Punkte. Lebensangehen. Die für 7 Sekunden außerhalb des Kampfes. Naja, komm, wir essen lieber eine Brezel. Haben wir länger was von. Ich glaube, hier in dem Bereich gibt es sonst nichts mehr außer diesen Baum. Hier ist ein Lehrersack. Hier gibt's Weizen.
Oh, da oben war eine Kiste. Hoppala. So, die Groschen nehmen wir mit. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. So, ich freue mich schon so, sobald ich überladen bin. Vielleicht nochmal schnell speichern. Weil bis jetzt überstanden. Und dann die Frage. Oh. Käserad. Was? Noch ein Käserad? Aber da stand doch gerade noch irgendwas. Da ist... Da, aufsehen. Okay, den Kampf... Die Eismagierin ist das Schlimme. Da sind Dietriche. Ich glaube, den Kampf überstehe ich nicht. Nicht so einfach zumindest. Oder hab ich... Warte mal. Widersteht 5% Frostschaden für 60 Sekunden, verringert euer Arcanist Pieber um 10%. Vielleicht hilft etwas. Nein, der falsche. Okay, das hätte ich so oder so nicht überlebt. Das ist aber auch echt schwer hier. Nochmal auf den Jagdbogen gehen. Ich kann dich hier nicht weglocken, ne? Ich kann die schon weglocken. Die mit der Eismagie ist die schlimme. Hä? Wart mal. Ja, komm runter. Yo. Soll herkommen. Ich glaube, hier im engen Raum habe ich bessere Chancen. Soll herkommen. Verdammt. Nein. Okay, was? Ah, oh, jetzt hat sie mich wieder erwischt.
Ne, warte. Sie kommt her. Okay, die ist jetzt hier. Alter, endlich. Alter. Das war ein Kampf gegen die. Kann ich das nochmal speichern kurz? Weil die ist echt schwer gewesen mit ihren Eismagie. Nochmal kurz Leben regenerieren, das ist jetzt sehr wichtig. Weil wenn wir gegen den Blitztypen da antreten. Und Blitz ist so eine Mischung hier aus Feuer- und Eismagie, weil es verlangsamt einen einmal und macht noch Brandschaden. Plus noch dazu den Basisschaden, den diese Magie hergibt. So, genau hier der grüne Apfel. Und hier das Käserad. Der war leer. Hier noch die beiden Dietriche. Den und den. Die Truhe hatten wir nicht geplündert. Wir können nur noch 5 Kilo tragen. Ich speichere noch einmal. So. Ihr tragt so viel zum Laufen. Um zu laufen. Ah, okay. Hier ist das jetzt ein bisschen anders. Ihr tragt so viel, um zu laufen. So, dann suchen wir mal etwas, wo wir das alles erstmal lagern können. Friedenskraut. Wohl. Frostschutztrank. Was? Hase. Sack. Hier gibt es wieder Weizen. Nehmen wir auch mal mit. Doch eher in die Richtung. Ja. So, dann würde ich hier mal die Sachen einlagern. Das hier. Das alte Eisenschwert. Den hier. So, die Langbögen. Die Messer. Die Spitzhacken. Die Stahldolche. Stahlkriegsaxt. So, und hier dann auch die Dinger. Oh. Warte mal. Ah, ne, das ist schon meins. Okay. Packe ich die dann erstmal hier hin. Wenn die schon besser sind. Der gibt nochmal. Ne, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Was macht das? Schleichende 7% effektive. Zauber der Lichtmagie. Nee. Schattenhaut. Schwere Lederhandschuhe.
So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Und, warte mal. Können wir noch mal was essen, ne? Den hier. Den hier. Ah, komm. Okay, noch weiter runter. Ja, perfekt. Neues Schloss geknackt, 15 Erfahrungspunkte. Gibt's hier Fallen? Gibt's hier irgendwie einen Knopf oder so? Da. Da, komm. Komm, mach auf. Hier. Alter, jetzt hat er mich erschrocken. Mach doch auf. Ich kann hier das nicht aufmachen, ne? Wie komme ich jetzt zu ihm? Irgendwo vielleicht ein Schlüssel versteckt? Da unten ist... Also Bertolus ist einmal irgendwie wachgerüttelt, aber hier ist auch noch irgendwo hin. Hallo, wer auch immer dahinter ist, bitte herkommen. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Nehmen wir mal mit. Rezept Ambrosia. Okay, ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Was ich schade finde. Nehmen wir alles hier wieder mit. Und gehen dann lieber. Weil hier kommen wir echt nicht weiter. Der Typ steckt da drinne und, ich bin nicht in der Lage, das Schloss zu knacken. Und dann gehen wir erstmal. Oh, das ist jetzt schrecklich. Freue ich mich schon auf Skyrim. Ich freue mich schon echt drauf, weil... Ja. Dieses, ihr tragt zu viel und könnt nicht rennen. Wird gefühlt jede Folge vorkommen. Aber ich muss... Ich muss alles mitnehmen. Das muss alles verkauft werden. Egal wie wertlos das Zeug ist. So, warte, was ist das für ein ranziger Trank? Mana-Trank ranzig. Gibt es hier einen Weg, den ich nicht sehe?
Alter Vagabundenkapuze. Andrea aller Groschen. Eisenerz. Hier gibt's Salz. Wir können kochen. So, warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. So, das weg. So, dann die hier wieder weg. Vielleicht ist genau das hier der Weg, den ich suche. Nimm einfach alles mit. Ah, okay. Das war wirklich der Weg, den ich gesucht habe. Gehe ich mal von aus. So, Korundumerz können wir abbauen. Man muss nur genauer gucken, wo es hingeht. Werde ich einen Spaß haben, aber nachher nach Ark zu laufen. Aha. Was haben wir denn hier? Wenn hier jetzt ein Schlüssel ist oder ein Weg, den ich übersehen habe. Gittertür? Oh. Tür öffnen. Wie öffne ich das? Gibt's hier einen Schalter? Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ja, dann gehen wir. Wir kommen hier nicht weiter. So, alles wieder mitnehmen. Also wir kommen hier nicht weit. Achso.
Nee, das wird nichts mit der Quest. So leid es mir tut, aber wir sind nicht in der Lage, Expertenschlösser zu knacken. Ach, wir können so reinzoomen. Okay, ein kraftvoller Angriff kann einen Gegner zum Taumeln bringen. So, mein Esel ist immer noch da hinten. Oh, da sind Ratten. Ich hoffe, ich bin denen egal. Nee, mein Esel ist nicht mehr hier. Wo ist mein Esel? Hat die denn nicht hier irgendwo geparkt? Ja, ich trage zu viel und kann nicht laufen. So, Pferdeflöte. Mache ich auch mal als Favorit. So. Das ist dann umso besser, wenn wir überladen sind. Mal gucken. Genau, hier jetzt dann nach links. Das führt dann nach Ark. Da können wir sicherlich irgendwo irgendwas hiervon verkaufen. Momo Gundreif. Ich mag den Namen Momo. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. So, Esel parken wir hier. Ich weiß nicht, für wen ihr euch haltet, aber niemand bricht das Gesetz und kommt ungestraft davon. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt auf der Stelle euer Bußgeld oder ihr wandert ins Kettchen. Und glaubt mir, ich mein's ernst. Immer mit der Ruhe, ich zahle. Komm. Aber behaltet im Hinterkopf, die Götter wissen von euren Vergehen. Kauft und lest Lehrbücher. Gefängnis. Nein, das wollte ich nicht. Was für ein Verschleiß bei der Stadtwache. Ah, ne, warte, das ist Ausgang. Schreitet wohl! Was? Ich find's doof, dass ich jetzt nicht rennen kann. Kann nicht mal sprinten oder schneller laufen. Manche Schichten. Hier sonst noch irgendwas geändert? An meinen Werten? Ist alles zumindest im grünen Bereich, außer Verzauberung und Handwerkskunst. Da habe ich irgendwie noch keinen Boni. Und Schlösser knacken, auch keinen Boni. Schon wieder eine neue Lieferung. Ja. 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 Ja, was machen wir? Ich muss die Sachen verkaufen. Da läuft ein Koch rum. Madame. Der Herr. Madame. Der Herr. So, warte mal. Das müsste doch jetzt... in Richtung Marktplatz gehen, oder?
sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Kampf im Schlagloch. Kann man sich den Wachen hier anschließen? Fremdenviertel. Würde schon mal gehen. Fremdenviertel ist in Ordnung. Da kann man schon mal etwas machen. Da können wir zumindest ein paar Sachen verkaufen. Jo, danke schon. Ich wünschte wirklich, ich könnte schneller laufen. So, ihm kann ich doch noch was verkaufen, ne? Milbert Fuchshand. Was? Oh, natürlich. Ja, Achso, ich wollte verkaufen. So, wie viel Groschen hat er? 530. So, das kann weg. Das behalten wir. Die Dinger können auch weg. Die können weg. Den behalte ich. So. Die können weg. Allein weil der einen Namen hat, behalte ich den. So. Festigen Psionik. Bei den Tränken habe ich keinen Plan, was da mir jetzt was bringt. So. Das kann weg. Und du, das Schlüsselgeselle. Knackt ein Schloss der Gesellenklasse. Hätte ich einen besseren haben können. So. Das haben wir noch nicht gelesen. Ah, das ist ein anderes Rezept von Ambrosia. Okay. So, Amethyst. Stahlkriegshammer, Handwerk erforderlich 20. So. Einzelteile. Eisenerz. Hammer. Nägel. Pfeife. Ja, wir können wieder schnell gehen. Was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Ach ja. Okay, ich dachte, käme jetzt mehr. Ihr seid nicht von hier, was? Wir hatten doch schon mal gesprochen. Was mit ihr? Ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Ich lieb's, wie die Brot sagt. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. So, nochmal 12 Rätseln. Cremetorte. Dattelkuchen. Endralea Krustenbrot. Krustenbrot. Honignusszopf, Kuchen, Salz, unvergleichliches Brot. Mit 3 O, okay. Ich kauf mal ein. Ziegenmilch, Zuckerstriezel. Warte mal, wie viel Gold haben wir jetzt? 1520. Wo war die Bank?
Ich glaube, das war direkt im Marktviertel, ne? Marktplatz. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt noch eben. Seht meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, Madame. Das in seiner Glorie von Malfa Fremdenviertel, da rein? Sein muss. Ich dachte, ich fall da jetzt wirklich rein. Mehr Getier. Ja, all dies, das gibt es hier. So, Wachturm. Wo war nochmal die Bank? Die Bank von Ark. In den Jahren seiner Gefangenschaft den heiligen Posten des Großmeisters Datteln, Äpfel, Orangen. Hier, da haben wir die Bank. Dann würde ich hier schon mal unser erstes Haus kaufen wollen. Schreitet. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was ist das, ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Ah, wie kann ich mein Gold von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Okay, und dieses Geschenk zahlt ihr aus? Was, aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Erzählt mir, was ihr mit meinem Gold tut, wenn ihr wollt, dass ich es euch bei euch lagere. Ihr müsst wissen, ihr müsst verstehen. Na schön. Wir treiben damit Handel. Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Und was passiert mit meinem Geld, wenn sich diese Investition als Fehlentscheidungen herausstellt? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Und jetzt genug der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Ich hab doch schon bereits. Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunden ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Natürlich. Ja, okay. Ein Haus wollte ich kaufen. So, erstmal ganz runter. Besitzerkonto, Haus und Marktplatz. Kostet nur 1200, sage ich jetzt mal, aufgerundet. Wie wollt ihr euer Haus nennen? Wie nennen wir das? Mir fällt gerade kein Name ein, kein guter. So, wie nennen wir das? Kann ich das auch später umbenennen? Ich weiß es nicht. Das passt, okay, Haus des Wahnsinns. Nennen wir es so. Trautes Heim, Glück allein. So, ich möchte in mein Goldfach einzahlen. Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Wie viel haben wir jetzt? Aktueller Kontostand? 358 durch Zinsen plus 3 Groschen am Tag, durch Anteile plus 6 Groschen am Tag. Maximaler Zinssatz pro Tag 250. Wird da vielleicht doch noch ein bisschen mehr? Komm, wir machen alles rein, was wir haben. Gold habe ich jetzt so mit 0 Groschen. Hm?
Wo haben wir das Haus des Wahnsinns? Was ist das hier? Arkfleischerei. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, gesucht in Ark. So, ein Fuß in der Tür. Den Konto nach Arbeit fragen. Ne? Was ist jetzt, wo, oder wo ist jetzt mein Haus? Ich möchte jetzt mein Haus sehen. Fremdenviertel. Ist das hier mein Haus gewesen? Wie sagt nicht von hier was? Goldene Sichel, Gildenhaus. Haus des Wahnsinns, hier. Da haben wir's. Willkommen im neuen Housing-System. Um in den Baumodus zu kommen, werft ein platzierbares Objekt aus eurem Inventar ab oder drückt Interagieren lange, während ihr ein bereits platziertes Objekt anvisiert. Das ist jetzt mein Haus. So, die packe ich mal da rein. Warte. Ich fange erstmal damit an. Und Schattenhaut. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich glaube, ich packe Kräuter auch alle mal hier rein. So. Alte Notiz, Auftrag. Der Heilige Orden. Packe ich da rein. Die Schlechter von Arkbuch 2, der Namenlose. Der verlorene Brigant. Die packe ich mal hier rein. Die wiegen ja zum Glück nichts. Beziehungsweise das schon, aber den brauchen wir ja nicht. Schlüssel wiegen zum Glück nichts. Die packe ich mal da rein. So. Die packe ich mal hier rein. Die brauchen wir, die Schädel. Dann müssen wir ja dekorieren. Ist wichtig. So, was haben wir da? Ja, lassen wir mal noch da, wo es ist. Platzierbarer Stuhl schlicht. Ich würde den gerne woanders haben, das Bett. Wie wäre es mit hier oben einfach? Nein, ich möchte platzieren. Ich möchte woanders hin haben. Was haben wir denn da? Ausbaubrett. Nicht genügend Groschen einrichten. Einrichtung kaufen, Arbeiterstube, Hausnamen anpassen, Einrichtungstutorial anzeigen, nichts. Ah. Ich kann den hier richtig ausbauen. Kommen dann neue Zimmer hinzu oder wie jetzt? Oder was heißt das? Oder neue Deko? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.